Lieber Herr Krüger, was dann jetzt Strafe ist oder nicht, da können wir tatsächlich im Ausschuss noch mal drüber reden. Aber noch mal, erstens richtet sich der Antrag und die Wohnung um alle Menschen in Wohnungsnot. Ich habe das auch aufgezählt. Da gehören geflüchtete Menschen dazu, da gehören die Obdachlosen dazu. Herr Krüger, Sie wissen, immer mehr Familien mit Kindern, wo es keine adäquate Unterbringung gibt. Da gehören die Frauen in den Frauenhäusern dazu und, und. Also um das noch mal klarzustellen. Was mich jetzt sehr überrascht hat, waren Ihre Aussagen über die Ferienwohnungen. Wenn Sie sagen, Ferienwohnungen sind jetzt irgendwie so aufgebaut, da gibt es keine Waschmaschinen. Herr Krüger, haben Sie eine Vorstellung, wie es in den Turnhallen und den Massenunterkünften ausgibt? Da gibt es ja nicht mal ausreichend Toiletten, da gibt es ja nicht mal Duschen. Insofern ist natürlich eine Ferienwohnung eine ganz normale Wohnung, die irgendwann diesem Wohnungsmarkt entzogen wurde. Da haben früher auch Menschen zur Miete drin gewohnt. Also, und die hat natürlich auch einen gewissen Standard. Von daher ist es vernünftig in der Situation, in der diese Stadt ist. Und da herrscht übrigens auch immer Einigkeit, diese Ferienwohnung zurückzuholen und dem Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Wir haben so viele Hotels und Hostels und Zimmer, die man hier mieten kann. Es wird den Tourismus dieser Stadt nicht zerstören. Ich finde nach wie vor, es war ein guter Vorschlag. Danke schön. Kollege Krüger will, wie ich sehe, antworten. Und dazu kriegt er auch das Wort. Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Also, ich glaube, man muss sich doch schon mal klar machen, dass es ein Unterschied ist, ob ein Tourist in diese Stadt kommt und in ein Hotel oder in ein Hostelzimmer zieht oder sich aber eine Ferienwohnung mietet, weil er auf eine ganz andere Weise mit eigenem Frühstück und eigenem Drumherum diese Stadt erkunden will. Dieses Recht muss doch jedem Einzelnen gegeben werden. Das gehört zu den Freiheiten. Deswegen habe ich nur gesagt, dass man an dieser Stelle keine Tabula rasa machen soll. Das ist das eine. Das Zweite, ich habe ausdrücklich ausgeführt, dass wir anerkennen, dass Personen mit besonders dringendem Wohnbedarf, jetzt zitiere ich mich selbst, natürlich es besonders wichtig ist, dass denen wohnungsmäßiges Wohnen ermöglicht wird. Auch das ist doch überhaupt kein Dissens. Aber wenn wir heute über die Ferienwohnungen reden, da muss man natürlich auch sagen, die sind eben anders ausgestattet als eine normale Wohnung. Da wird dann auch ein anderer Preis fällig. Da wird dann auch die Notwendigkeit sein, dass der Vermieter da nicht erstmal alles rausräumt, um Tabula rasa zu machen. Nein, der hat das eben eingerichtet und dann hat er auch ein gutes Recht, das so entsprechend weiterzugeben. Und ich sage Ihnen, wenn Sie darauf nicht eingehen, können Sie ja alles machen. Dann findet der eine andere Form, die Wohnung vernünftig zu vermieten und zwar völlig gesetzeskonform. Und dann haben Sie nichts erreicht.